liebe Leute, wir haben eine neue Hauptmission am Start und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Bus Simulator 21. Was machen wir heute? Wir rüsten erstmal die Flotte wieder mal um. 40% deiner Busse sind natürlich Elektrobusse. Ist ja nicht so, dass wir tatsächlich gerade 4 neue Busse gekauft haben. Das heißt, wir werden die 4 Busse wieder verkaufen. Dann sind wir wieder bei von 17 auf 13. 40%. Und das ist nicht mal, ist ein bisschen die Hälfte. Also wir müssen jetzt tatsächlich erstmal, jetzt müssen wir auf Flotte umrüsten. Fahrzeugwechsel. Wir haben ja insgesamt 12 Stück. Das heißt, wir ticken jetzt erstmal unsere Routen wieder. Busse wieder. Jo. 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 Das heißt, wir haben jetzt wieder 1,3 Millionen. Das, was wir vorhin auch hatten. Wir kriegen die ja quasi zu einem Rutsch fertig. Annehmen, verkaufen. Annehmen, verkaufen. Annehmen, verkaufen. Wir sind jetzt über 2 Millionen. Ja, wie gesagt, ich baue jetzt gerade die Flotte ein bisschen um. Und wir verdienen natürlich jetzt nicht mehr das Geld, was wir vorher schon verdient haben. Sondern jetzt geht es erstmal wieder darum, um Busse zu verkaufen. Ja, vertickt. So, 40%. Wir haben jetzt 10 Busse insgesamt. 40% von den 10 Bussen brauchen wir jetzt von 14 4 Busse oder von 15, wenn wir jetzt 5 Elektrobusse kaufen, wenn wir 15 über 5 Elektrobusse hat man ein Drittel, dann werden wir bei 33%. Ich muss weiter verkaufen, ne? So, ich muss jetzt nur ein bisschen nachdenken, ich muss jetzt gerade ein bisschen rechnen, wenn wir jetzt auf 40% gehen. 40% ist mal schwierig, ein bisschen zu rechnen. Auf 4, also 4 von 10, klar. Oder 8 von 20. Das heißt, wir werden jetzt erstmal schauen, dass wir da jetzt werden wir Elektrobusse kaufen. Ist jetzt nur mal so. Ja. Das heißt, wir werden uns den Creales hier erstmal gönnen. Das ist auch einer von den DLC-Bussen, von den Diveco-Bussen. Den Bus haben wir der vorne schon wieder verkauft, der jetzt gerade schon wieder in der Waren steht. Ist jetzt ein Gelenkbus, glaube ich, ne? Wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir werden jetzt Creales kaufen. Ja. Hat er uns gerade was? Er hat gesagt, ich habe gerade einen Bus verkauft. Ich habe nur einen Bus gerade gekauft. Ein Bus jetzt. 40% Elektrobusse? Na gut, wir werden ein bisschen Elektrobusse shoppen. Komm, wir machen es jetzt einfach gerade, weil wir gerade Bock drauf haben. Wir kaufen jetzt die restlichen DLC-Busse noch. Das ist ein Elektrobus. Das ist ein Elektrobus. Ich habe jetzt gerade gesagt, ich habe jetzt gerade 4 Busse gekauft und darf die jetzt quasi mehr oder weniger schon wieder diese Folge verkaufen. Lustig, dass die jetzt alle da schon stehen. Ja. Gekauft. Wir müssen jetzt wieder Busse auf die andere Route planen. Ich habe jetzt ein paar einige Busse verkauft, dann soll natürlich nicht mehr die Kohle verdienen, die wir jetzt schon mal verdient haben. Warte. Das ist ein Kraftstoffbus, das ist ein Elektrobus. Ich gucke gerade nur mal durch. Elektrobus, Citea. E-Citaro G. Ich kaufe mal den E-Citaro G. Die soll ja schön und unfreundlich fahren. So leben natürlich jetzt. Ah, der steht. Ich stehe jetzt gerade ein bisschen ungünstig alle da, weil ich gerade den einen Bus verkauft habe. Ich glaube, das ist jetzt gerade alles ein bisschen verbuggt hier. Keine Sorge, ich werde versuchen, gleich wieder die Busse auf die Routen zu stellen. Das war wieder ein bisschen was verdienen. Ich habe gesagt, jetzt natürlich, ich habe jetzt 4 Busse verkauft, mehr oder weniger.
Wir haben jetzt ja 17 Busse gehabt, wir haben jetzt nur noch 8. Nummer 3, aber noch was habe ich? Hier ist noch der Elektrobus. Aber ich muss ja Bus jetzt auf die Routenplan wieder. Ist natürlich witzig gerade, dass da schöne Flotte jetzt gerade steht. Ich glaube, das liegt am Citaro gerade, der vorne steht. Am Dingsbus. Ja, kaufen. Papa geht shoppen jetzt gerade. Oh Gott, ey. Ey, wie gesagt, alles gerade umgerüstet auf die komplette auf die Dingsflotte. Haben wir noch immer Schönes, was war jetzt, also es gefällt. Der hier, ne? Den haben wir noch gar nicht gefahren. Den E-Way. Kaufen! Ja, wir gleich genug. So, hier der nächste Bus in der Reihe. Wie gesagt, das sieht alles von dem Citaro jetzt gerade da vorne. Ich plane jetzt gleich alle. Alles gut. Fährst du jetzt weg? Ich fährst nicht weg. Aber die Frage ist, haben wir uns alle bis einmal gekauft? Ich muss mal planen, damit wir jetzt gerade hier ein bisschen auf die Reihe kommen. Damit wir jetzt ein bisschen klarkommen hier. Ich habe 5 Busse oder so eine Reihe jetzt gerade. Gute Willen. Natürlich haben wir jetzt gar keinen Bus mehr auf der Planung, aber wir haben ja wieder sowas gekauft. So, Vollzeitfahrzeug. Geplant. Da wieder ein bisschen Geld reinkriegen. So, da kriegst du einen Elektrobus auf die Linie. Vollzeitfahrzeug. Kriegst du ein alles noch dazu. Du hast schon 3 Busse. Du hast noch gar nichts. Du weißt auch noch gar nicht eigentlich, erzähl. Warte mal. Baby. Kann ich die eigentlich wieder rausnehmen, die Route, ne? Du kriegst ja gar nicht. Du verlierst sogar Geld. Baby. So, da ist noch gar nichts auf der. Nein, ich will jetzt eigentlich gar nicht. Du sollst eigentlich ein anderer Bus auf die Route sitzen, damit die 8 macht, damit er ein bisschen Geld macht. Weil natürlich jetzt nicht mehr die 157.000, die wir vorher hatten, verdienen. Dafür haben wir zu wenig Busse auf den Runden. Aber wir haben Sachen. Aber zumindest ein bisschen Geld auf der Hand. So, gut. ja. Gut. Wir haben jetzt eigentlich mehr oder weniger komplette Busse gekauft. Ja, jetzt haben wir ein bisschen was für alle Elektrobusse. Was machen wir heute? Eine Route mindestens mit Faltstellen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir auf 6-6 gehen. Bei Sonnenstein, Kerstadt, Westfield, Steineck, Ockwell und Siegbalden. Plus, ja, das heißt, jeder Route kriegt 2 Haltestellen. Dass wir die ausgeglichen haben. Dass wir die ersten beiden zusammen machen. Und dann in der nächsten Folge hier die Sonnenstein, Kerstadt, Westfield, Steineck, Ockwell und Siegbalden zusammenfahren. Gut. Wir erstellen eine neue. Wir bauen einen Kauf für einen neuen Bus und werden eine neue Route erstellen. Gucken, was wir noch so haben an Bussen. Gucken, was hier unten so rumfährt. Was wir noch nicht haben. E-Citaro, Peterbus. Ich kaufe noch einen Citaro. Ich habe gerade Bock drauf. Dieses Ding ist irgendwie, hört sich das ein bisschen futuristisch aus. Ich finde es cool irgendwie gerade so ein bisschen. Du bist eine
Es flackert gerade so ein bisschen durch die Gegend. Aber es liegt wirklich am Citaro, der vorne steht. Der jetzt gerade ein bisschen nervt. Ja. Gut, dann haben wir das auch. Gut, wir bauen eine Route. Und zwar bauen wir eine Route, die Route 15. Warum kann ich das nicht machen? Du sollst auf Routentyp ändern. Auf Ping-Pong-Modus auf jeden Fall. Dann bauen wir eine Route ein. Zwischen Sonnenstein, Kerstadt, Westfield, etc. Insgesamt mit 12 Haltestellen. Also eine ausgeglichene Route und dann machen wir noch 12 Haltestellen dabei. Fangen wir an mit Sonnenstein. Sonnenstein kriegt jetzt zwei. Sonnenstein kriegt jetzt zwei. Warte mal, Plattform wechseln. Wo habe ich die Seite? Hier. Genau. Damit werde ich komplett außen rumfahren müssen. So, dann haben wir Sonnenstein mit zwei Haltestellen. Mit zwei blauen. Dann gehen wir rüber Kerstadt. Kerstadt hat ebenfalls zweimal blau. Also. Kriegst. Warte mal. Warum kriegst du jetzt. Wir machen es. Warum kriegst du jetzt. Warte mal, warte. Wir machen es etwas anders. Wir machen es etwas anders. Ich fange an in Kerstadt. Unter Sonnstein. Warte mal. So, Kerstadt. Windfeld Ost. Eins. Windfeld zwei. West. Also. Windfeld West. Warum fährst du mit der Route außen rum? Warum fährst du nicht auf der Seite? Windfeld. Jetzt. Ost. Unter Sonnstein. So. So. Die soll ja mindestens für Fall stehen. Sonnenweg. Du gehst jetzt dahin. Ich kann ja umbauen. Hauptplatz. Sonnleitner Hof. So. Geh doch drauf auf die Strecke. Sonnleitner Hof. Sie flachsen jetzt? Ne, die darfst du nicht nehmen. Sonnleitner Hof. Lass mich doch. Gib mir doch den Schiss. Jetzt. Jetzt haben wir drin. Gut, dann haben wir jetzt 5. Sind wir in Sonnstein. Sonnstein, Kerstadt weg. Jetzt fahren wir rüber nach Westfield. Karlstrom-Gymnasium. Nee, dann ist das so einfacher für mich. Westfield, Getreide, Westfield. Warte. Westfield, Getreidesilo. So, du hast jetzt 9-mal lila. Das heißt, wir brauchen jetzt 4-mal blau. Dann habe ich Westfield. Weg. Steineck ist das nächste. Dann fahren wir wieder auf Steine. Aber da brauchen wir tatsächlich 2-mal blau. Steineck. Ist ja nicht so, dass wir die fahren müssen. Steineck. Die werde ich nochmal anders bauen. Das dauert zu lange. Steineck. Ist jetzt eigentlich. Ist jetzt nur um aufzubauen. Steineck. Ost. So, die. Die. Steineck. Ost. Steineck. West. So. Wir haben jetzt 8 von Dings. Dann haben wir Steineck weg. Oakville und Siegwald. Das heißt, wir brauchen jeweils eine grüne. In Oakville und in Siegwalden. Einmal grün. Siegwalden. Siegwalden. Warte, war es anders? Realschule Siegwalden. Ist egal. So, dann haben wir das. Und dann brauchen wir noch eine. Warte mal. Warum willst du jetzt da? Realschule Siegwalden.
Warte mal, da kriegst du jetzt eine nochmal Sieg beiden, um auf 11 zu gehen. Und dann brauche ich in Oakville. Da brauche ich in Oakville zwei Stück. Und zwar zweimal lila. Das heißt hier. Und. So, 9 vor 15? Warte mal. Was bin ich jetzt gerade? So, das war. Ach so. Ja, ich weiß auch warum. Oakstraße. Wegen Ping-Pong-Modus. So. Realschule Sieg Warden. Jetzt ist das Ding ausgeglichen. Änderung übernehmen. So, dann haben wir das einmal mit der ersten Wein. Das, was ich ja gerade gesagt habe, das machen wir auf jeden Fall. In der nächsten Folge werde ich noch mal eine neue Route bauen, die alle Haltestellen ineinander verbindet, damit wir so einmal im Rutsch fahren können. 35 Minuten, das kriegen wir hin. Und dann werden wir uns um die Verbesserung von Kerstadt und Sonnensteinbau kümmern, was jetzt aber noch nicht interessant ist. Kerstadt hat, glaube ich, noch nicht ganz alles, ne? Hat Kerstadt, wie weit ist denn Kerstadt bitte? So. Wie dem auch sei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann fahren wir die Route Sonnstein, Kerstadt, Westfield, Steineck, Oakwood, Sigwalden innerhalb von 35 Minuten. Und in der letzten Folge dieser Mission fahren wir dann Kerstadt und Sonnstein auf 5. Würde ich zumindest mal so behaupten. Naja, wie dem auch sei. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf, beim Bus-Simulator 21 euch wiederzusehen. Bis dahin. Tschüss.